ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch das Haul-Riesen-Desaster-Update von meinem Globesuch in Berlin mit meinem Freund, dem Marc. Und es... I show you. Es ist ein bisschen ausgeartet. ich werde euch auch den Inhalt der Glowbag zeigen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier absolut dran zu bleiben, denn... Ich habe noch eine zusätzliche Glowbag und eine Glowbox, die ja vorab immer, bevor die Glow anfängt, kommt. Und ich werde Teile von der Glowbox und die Teile von der Glowbag für euch verlosen. Ich werde zwei Pakete hier in diesem Video für euch packen. Ich werde euch eigentlich, wenn ich auspacke, direkt zeigen, was von da... Also ich habe jetzt zwei Glowbags, die derart geil sind. Und da werde ich euch definitiv die ein oder anderen Items zukommen lassen. Und habe halt gedacht, ich habe mich so, so gefreut, dort auf die Glow zu kommen. Hatte wirklich unfassbar schöne Momente. Folgt mir sehr gerne auf Instagram, was eventuell für eure Auslosung natürlich vom Vorteil sein könnte. Unter Genuine Earls YouTube, da würde ich mich sehr freuen, weil wir haben dort die 300 Follower geknackt. Da bin ich auch mega, mega dankbar für. Ich bin immer noch nicht ganz dazu gut zugekommen, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wie ihr mich kennt, ich bin eher nicht so dieser Art von... ich schminke mich extra für einen Videoblogger. Ich bin einfach so der Mensch, der sagt, okay, ich komme gerade von 6 Stunden Fahrt, gehe mich duschen und habe für euch dieses Video abgedreht, damit ihr das möglichst schnell bekommt. Deswegen seht es mir einfach nach, wenn ich jetzt natürlich nicht full glam da sitze. Ich hatte auch die letzten Tage richtig genug full glam auf der Glow. Hier zeige ich euch mal ein Picture, wie ich da ausgesehen habe. Ich habe danach auch ein bisschen gestainte Augen gehabt und so und ich schone meine Haut dann ein bisschen. Was ich die letzten Tage super benutzt habe, ist dieses Tone Perfection Glow Tonic. Leute, das gibt es gerade für 1,99 € oder 95 € bei DM. Mega, mega geile Empfehlung. Es ist echt gleich das gleiche wie bei Pixi. Ich habe ja da 4 Flaschen praktisch von in meinem Backups. Und ich zeige euch auch ein bisschen, ich habe auch bei Sephora eine Kleinigkeit gekauft. Und zwar das hier, da erzähle ich euch ein bisschen was eine absolute Produktempfehlung ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Glowbag und dann zeige ich euch, was ich auf der Glow selber gekauft habe. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr praktisch einfach an meiner Verlosung teilhaben wollt, dann bitte seid Abonnent meines Kanales und liked dieses Video, das ist ganz arg wichtig. Und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr jetzt auf der Glow gewesen seid und vor allen Dingen, welcher Stand und welches Produkt euch dort am meisten gefallen hat. Dieses Jahr war die Glowbag unfassbar gefüllt, also ich fand sie heftig voll. Und ich zeige euch mal, wie die aussieht. Also die Glowbag sieht so aus. Ich habe mich entschieden, das jetzt nicht separat in einem Video zu machen, weil es ist jetzt praktisch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen blöd, wenn ihr mehrere Videos guckt von den Glowbags. Ich finde, das gehört ja auch irgendwo dazu. Leider Gottes konnte, habe ich irgendwie total verpasst, diese Männer-Glowbag zu kaufen. Da gab es auch tolle Items drin, wirklich geil. Aber das werde ich beim nächsten Mal nachholen. Diese Taschen finde ich super, super, mega praktisch. Also, wenn ihr auf die Glow geht, Leute, zieht euch Turnschuhe an und ohne Scheiß, zieht euch eine recht dünne Jacke an, weil es wird dort mit der Zeit so warm, das glaubt ihr nicht. Und ich habe jetzt hier neben mir mein Täschchen stehen. Das erste, was ich hier rausziehe, ist eine, also die Glowbag habt ihr übrigens bekommen, wenn ihr die Oh My Goodiness Tickets geholt habt oder diese, ich glaube, Gold und Platin. Das erste, was ihr habt, ist eine Elvital Steam Mask. Ich habe extra sogar im DM geschaut neulich. Die kostet alleine 5 €. Das ist praktisch einfach eine Haarmaske, also die hier oben drin ist, mit einer Art Haube. Richtig geil, probiere ich auf jeden Fall aus. Und dann habe ich hier von einer Marke, Cura Prox Ultra Soft, habe ich 2 Zahnbürsten. Die, muss ich sagen, haben wir sogar benutzt, weil wir unsere nämlich bei der Glow vergessen hatten, weil wir einfach so viel Sachte hatten. Dann habe ich hier, und das fand ich so cool, ich stand am New Stand von X Later und wollte mir eigentlich dieses Sparkling on New Glitzer Spray für die Haare kaufen. Das ist einfach, glaube ich, so ein Glanzspray. Und zwar, das ist auch in einer Full-Size. Ich habe es mir angeguckt, es kostet echt 6 €. Finde ich jetzt schon ein bisschen teuer, aber wenn man halt überlegt, dass da halt auch eine große YouTuberin darin steht, ist es eigentlich schon ein Normalpreis. Und dann habe ich mich schock. Ich war auch beim Pixi-Stand, wie ihr sehen werdet, war ich dort reichlich einkaufen.
Und ich habe hier das Make-up Fixing Mist mit Rosewater und Green Tea. Das Teil kostet alleine fast 18 Euro, also richtig heftig. Also das ist richtig geil, das hat sich mega gelohnt. Wie gesagt, da packe ich auch eins noch in die Goodie Bags mit rein. Also ich packe jetzt einfach Sachen rein, die ich praktisch hier zu viel habe und die ich einfach nicht doppelt gebrauchen kann. Und die könnt ihr euch dann freuen. Wie gesagt, Abonnent meines Kanales und liken. Die Joy, die war auch in dem Päckchen drin, finde ich auch sehr gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit zur Nachtschicht und werde die lesen. Dann haben wir hier eine Hair Fresh Up Dry Shampoo Cheat. Das ist einfach so ein Papierchen, wo ihr praktisch über eure Ansätze drüber geben könnt, damit ihr praktisch einfach wieder so gefresh Ansätze habt. Dann haben wir hier noch eine Karte von der Miss Bella und praktisch eine Kaufempfehlung für das. Ich konnte Miss Bella auch etwa 1 Meter vor mir stand sie. Eine mega, mega schöne Frau. Dann haben wir noch eine Bio-Vegan Skin Food Bio-Green Tea Tuchmaske. Sehr, sehr schöne Maske. Also die benutze ich wirklich sehr, sehr häufig. Ist auch recht teuer, muss man sagen. Dann habe ich hier ein Haarpuder, starkes Volumen von Langhaarmädchen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich werde es mal jetzt zu Halloween testen, weil ich das. Das ist extra stark gehalt. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. I don't know. Dann habe ich mich sehr darüber gefreut. Und zwar sind es hier Cosmetic London Eyelure. Das ist. Die sind besonders gecurved. Seht ihr das? Diese Wimpern sind extrem kurvig, was das Ansetzen sehr, sehr einfach macht. Feather Lightest Feeling. Und die sehen auf jeden Fall mega schön aus. Also die auf jeden Fall. Dann diese werdet ihr beide bekommen. Die Glow to Go. Das ist die Essence. Also ein ganz, ganz tolles Highlighter-Set, Leute. Also ich finde diese Formulierung von Essence wirklich mega, mega gut. Also die sind wirklich irre gut. Die bekommt ihr auf jeden Fall beide. Also ich zeige euch am Ende des Videos jetzt nicht, wie die Boxen aussehen. Aber verlasst euch drauf. Es wird da kein Scheiß dran liegen. Dann habe ich, das ist ganz cool, weil ich habe meine jetzt aufgebraucht. Das ist die Blendermaid 3D Luxe White Zahnpasta für weißere Zähne in 3 Tagen. Also ich weiß nicht, wenn ihr die Zähne regelmäßig putzt, werden sie eh nicht gelblicher. Aber weißer werden wir sehen, ob das funktioniert. Und dann, oh, da hat mein Freund schon gesagt, oh mein Gott, jetzt weiß ich ja, warum er sich so totschleppen musste. Das ist das Bad Head, ich versuche es mal anzuzoomen, das Bad Head Rockaholic Tiggy Stop Me Up Color Shampoo. Das passt für mich super gut. Wir haben schon eine davon in der Dusche. Es funktioniert so gut. Also Tiggy Shampoos sind wirklich wahnsinnig gut. Ich mag die irre gerne. Was haben wir denn noch? Hier ist so viel Zeug drin. Heftig. Dann haben wir hier noch glutenfreie, fettfreie, laktosefreie Fruchtgummis, Beauty Sweeties. Die werden natürlich getestet. Da gab es wirklich sehr viele Süßigkeiten. Ich habe beim Stand von der Ixlator, ich glaube, ich bin voll geknallt mit Marshmallows. Die waren so lecker. Mit 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstücken. Leute, die sind mega lecker. Also, die bleiben hier. Dann haben wir hier von Purelay. Das ist so ein Schmuckstand gewesen. Ich habe da ein paar Sachen mir angeguckt, aber ich trage überhaupt keinen Schmuck. Deswegen habe ich einen 30% Discount-Code. Und zwar Glow 30. Also falls ihn jemand nutzen will, Glow 30 wäre der Code. Ich zeige es euch mal, dann könnt ihr den vielleicht auch nutzen, falls ihr Schmuck möchtet. Den lege ich auch rein bei euch. Dann habe ich hier ein Sebamed unreine Haut Anti-Pickel-Gel bei fettiger und unreiner Haut. Das passt bei mir auch ganz gut. Sebamed war ein sehr großer Stand, also wirklich sehr, sehr cool. Ich habe hier so viel. Den Double Up Volumizing Mascara von Ardell. Ardell hatte einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Stand mit der lieben Tara. Zeige ich euch auch gerne ein Bild davon. Tamtam Beauty ist auch eine, die ich schon jahrelang verfolge. Ist auch eines dieser Influencerinnen, die wirklich unbegründeterweise noch unter 1 Million Abonnenten liegt. Mega süße, wirklich unfassbar schöne Frau.
Und die hat mit Ardell auch eine ganz tolle Kollektion rausgebracht. Da habe ich mir auch das Banana Powder gekauft, schon vor ein paar Tagen. Und es ist wirklich ganz gut. Ich habe schon gehört, dass das Packaging vielen nicht gefällt. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht der Burner, aber es ist trotzdem eine anständige Kollektion geworden, ja. Und auf jeden Fall, die werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir hier noch diverse Lippenprodukte, die bei euch alle reingehen werden in die Verlosung. Und zwar, da habe ich hier einen Love Liquid Lipstick. Den werdet ihr auf jeden Fall bekommen in einer ganz aktuellen Farbe. Den habe ich nämlich von der Heidi schon mehrfach bekommen. Der geht auf jeden Fall zu euch. Dann habe ich hier einen BB Zauberlippenstift. Den werdet ihr auch bekommen. Den Soft Matte Liquid Lipstick, da werde ich einen von behalten und einen kriegt ihr. Das ist in der Farbe Cannes. Auch sehr schöne Farbe. Dann haben wir hier einen Ultimate Satin, also einen so einen rosa Dingston. Denke ich, werde ich einen verlosen, einen behalten. Und diese werdet ihr auch beide bekommen. Das sind so Glitzer Peel-Off, also ähnlich wie das, was ich ja jetzt hier auf meinen Nägeln habe. Ein Glitzer Peel-Off Nagellack. Dann haben wir hier noch Ardell Twin Pack. Ich denke, das sind so eine Art Wispies. Die behalte ich auf jeden Fall. Die sind mega gut. Also die benutze ich auch so für den Alltag. Dann haben wir einen Popsocket. Den hat mein Mann schon abgestaubt. Da habe ich nochmal einen da. Die sind richtig geil. Das sind diese Dinger, Leute, wo ihr praktisch ankleben könnt. Und seht ihr, da könnt ihr so euer Handy zum Stehen bringen. Es ist richtig, richtig toll. Ich muss eh sagen, dass die Box dieses Jahr echt der Shit geworden ist. Dann haben wir ein Hyaluron 2.0 Handfluid. Das ist eine Handmaske, die behalte ich auch auf jeden Fall, weil ich halt die immer brauchen würde. Dann haben wir hier eine Super Black Zahnpasta. Da war eh Oral-B total krass vertreten. Also da habt ihr sehr viel Zahnpflegeprodukte gehabt. Die benutze ich mal alle zum Testen. Und dann habe ich hier ein Three Bears Monige Banane Porridge. Das ist ein Porridge, das esse ich übrigens super, super gerne. Das schüttet ihr einfach auf mit heißem Wasser. Und dann könnt ihr das testen. Dann einen Manhattan Stay Matte, den in so einer dunklen Vampy-Farbe, den bekommt ihr auch sehr gerne. Dann haben wir hier noch eine Heilerde Anti-Pickel-Maske. Die werde ich jetzt nach dem Video direkt mal auftragen. Ich mag von Luvos die Heilerde-Masken sehr gerne. Sind ein bisschen teurer, aber so einmal die Woche geht das schon. Und dann habe ich hier noch also eine relativ große Probe des Ixla Aether Parfums. Das werdet ihr auch bekommen, eins davon. Und dann habe ich hier noch Chewing Gums. Das sind praktisch solche, ich sag jetzt mal, Kaugummis. Und hiermit wäre die Tüte auch leer. Also ich werde, wie gesagt, ungefähr 50% der Sachen hier zur Seite packen und euch da eine Box von packen, die eine Glowbox teilen und praktisch zwei Glowboxen versenden, inklusive praktisch ein bisschen was von der Glowbag und ein bisschen Glowbox. Wie gesagt, alle Informationen darunter findet ihr praktisch in der Infobox. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu den Sachen, die ich definitiv behalten werde, weil ich sie mir alle selber gekauft habe. Ich bin da ehrlich gesagt nicht auf Blogger-Hunting gegangen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe einen Kanal, könnt ihr mir bitte was geben? Ich bin halt einfach nicht so, ich bin da als ganz normaler Konsument und crazy people hingegangen. Und das bleibt jetzt auch erstmal so. Ich, wie gesagt, bin ein kleines Licht. Ich erzähle euch aber von ganz tollen Momenten in jedem Augenblick. Und schön dranbleiben und weiter geht's. Mal willst du bitte darüber sprechen, wie lecker die Dinger sind? Ich denke mal, die gibt es bei DM. Nehme ich mal stark an. Mega lecker. Mega lecker. Jetzt machen wir mal weiter. Und zwar, da gab es auch von Real Techniques einen Stand. Da habt ihr 20% bekommen. Das war ein Zitronenbaum. Und ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Das sind die neuen Sam & Nick Volume 2 Real Techniques Limited Edition Brush Crush Brushes. Und zwar, ich habe ja Volume 1 auch. Ich muss nur mal gerade schauen, wo sie ist. Das sind ja diese hier. Ups. Es waren ja diese hier. Die fand ich auch schon super, super cool. Ich fand sie natürlich ein bisschen teuer, aber ich habe mit 20% konnte ich das jetzt irgendwie noch ein bisschen begründen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein absoluter Brush-Hoarder. Fragt mal die Leute, die zu mir kommen. Ich habe hunderte Pinsel. Auch im Backup zum Beispiel. Ich bin auch jemand, wenn ich in der LE irgendeine geile Brush finde, kaufe ich die auch doppelt. Weil es ist einfach so selten, wenn ihr eine geile Brush findet, dann seid ihr echt dankbar und froh darüber. Also es kommt ja in so einer Barbie-Verpackung. Und hier sind praktisch die ganzen Elemente.
Das ist ein runder Cosmic Make-up Blender. Voll witzig. Das ist ein rundes Ding. Den könnt ihr, also die sind super soft, ja. Den müsst ihr einfach mit Wasser. Also der sieht aus vom Style her wie die da vom Primark. Das ist der vom Primark. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Brushes von Real Techniques gemacht. Und ich habe die. Ich hatte ursprünglich mal vor, einen Anti-Haul hochzuladen oder einen Dings. Oh mein Gott, ist der weich. Oh, der ist ultra. Oh mein Gott. Also, das ist doch mal eine richtig. Also, das ist ein Glitzer-Handle. Ja. Ich weiß, dass der im Laden alleine 15 Euro kostet. Habt ihr den auf der Glow gekauft? Habt ihr 12 Euro bezahlt? Ich habe jetzt für das gesamte Set 23 bezahlt, weil es einfach der Value viel besser für mich war. Und das sind alles Synthetic Brushes. Und Leute, wie schön ist der bitte? Oh mein ich liebe Pinsel. Leute, ohne Scheiß. Also, ich habe früher auch Amazon-Pinsel bestellt, ja. Pinsel, die ich absolut empfehlen kann, sind von BH Cosmetics, Real Techniques und, und auch viele von Ebelin zum Beispiel. Also, Ebelin Pinsel. Und von der Marke La Haye muss ich auch sagen, das ist auch gerade die neueste LE, die gerade draußen ist. Da gibt es jetzt auch gerade Marmorpinsel. Die sind auch richtig toll, die Pinsel. Schaut sie euch mal ganz genau an. Da kostet ein Pinsel 5 Euro. Ist natürlich nichts. Ach, der ist ultra weich. Also, das ist ein ganz tolles. Das ist ein Powder Brush. Dann haben wir hier noch einen Buffer Brush. Der eine Pinsel macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, weil das ist, soll ein Blend-Perfekter sein. Also ich weiß nicht, mit was ich da. Der ist viel zu groß für einen Blender. Da werde ich jetzt hier meinen Concealer mit einbuffen und säubern und so. Die Form ist natürlich sehr specialig, weil die halt sehr kantig ist, aber ich fand die einfach so unique und geil. Also das ist halt gerade für jemand wie mich, der halt einfach Make-up unfassbar liebt. Und das ist ein Buffer-Brush, den ich nutzen werde, um Cream Contouring zu machen, weil ich einfach finde, dass der vom festen Bund her also am besten passt, um praktisch Cream Contouring zu machen. Ich hoffe, ihr freut euch, weil ich am Mittwoch für euch mein Queen of Peacock hochladen werde, beziehungsweise ich hoffe, dass ich es am Donnerstag spätestens hinkriege. Ich werde die Pfauenkönigin dieses Jahr und da könnt ihr euch was gefasst machen, weil ich extrem in die Farbkacke hauen werde. Dieses Jahr war sowieso extrem. Also, ich habe dieses Jahr sehr viel gelernt, Make-up-Techniken. Ich habe sehr viele YouTuber selber angeschaut. Und ich zeige euch direkt weiter. Ich habe ein bisschen was im NYX-Stand gekauft. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe Glass Slipper. Habe ich die Farbe Glass Slipper gekauft. Das ist ein grün schimmernder, weißlich basischer Ton. Und das ist praktisch mit einem Limonengrün total schön. Also ich habe den auch zum Teil aufs Auge getragen, im Inner Corner total geil. Dann werde ich euch auch noch in die. Da gab es so einen Bus, der es hat vor der Glow gehalten und hat dann praktisch umsonst diese Ware hier ausgeteilt. Ich werde die, denke ich mal, verlosen an euch, weil ich brauche sie nicht, weil Tante hat genug. Tante Jenny hat gerade genug Make-up. Und ich glaube, da freut sich eine Make-up-Anfängerin oder jemand, der sich nicht so häufig schminkt über dieses Set. Es kostet normal fast 10 Euro und ich habe das jetzt mal knallhart dazu gekriegt. Und dann habe ich bei Pixi das Hydrating Milk Mist gekauft. Da gab es 20% drauf. Unfassbar geiles Produkt. Also ich habe das schon benutzt. Ich werde das jetzt mal benutzen. Ich habe das dort vor Ort getestet und das hat so ein geiles Hautbild hinterlassen. Das war einfach so angenehm auf der Haut. Natürlich kriege ich es wieder vor. Kinder nicht zu Hause nachmachen. Das ist so ein tolles Hautgefühl, was ihr einfach. Krischi! Krischi ist ungefähr nochmal 2 Kilo schwerer geworden seit dem letzten Mal, wo ihr ihn gesehen habt. Heftig. Und das ist auf jeden Fall so ein ganz tolles Feuchtigkeitsspray, was ihr über eure ganze Haut. Das riecht auch unfassbar gut. Leute, ich werde nächstes Jahr schon 30 Jahre alt. Das heißt, ihr müsst einfach darauf achten, dass eure Haut sehr viel mehr Feuchtigkeit bekommt. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht eine x-beliebige Nivea-Creme nehmen und die mir ins Gesicht klatschen. Da gehen mir sofort die Poren zu. Leute, können wir mal darüber sprechen, wie groß der geworden ist, mein Riesenbaby? Also Baby ist ein klein, leicht übertrieben, muss ich sagen. Gell? Er ist so süß. Der spielt jetzt gerade mit dem Plastik hier nebendran. Dann habe ich noch bei Pixi nochmal einige Produkte gekriegt auch. Also das fand ich ganz cool. Sie haben dann halt mich aussuchen lassen, noch ein paar Produkte und da war ich auch mega dankbar drüber.
Und zwar, ich habe hier noch einen Liquid Fairy Lights Glimmer Eyeshadow gekauft. Und zwar, Leute, ich liebe Pixie eigentlich sehr. Ich mag dieses ganz schlichte von diesen Produkten, ja, nicht fressen. Und ich habe mir praktisch einen Glitter Eyeshadow gekauft. Und zwar ist es jetzt so ein, ja, so, die Leute haben gesagt, das ist ein Dupe zu den Liquid, also zu dem Magnificent Metals von Stila. Und wenn ihr seht, ich habe zufällig in derselben Farbe den Stila. Und ich kann euch sagen, es stimmt nicht ganz, aber es kommt schon verdammt nah. Das ist der Stila und das ist der von Pixie. Preislich muss ich sagen, tun sie sich nicht sehr viel. Also es liegen gerade mal 8 Euro dazwischen. Ich finde die super, super schön. Also ich habe mir eine Farbe gekauft. Dann habe ich mir noch einen Matt Last Liquid Lip mitgenommen, weil die sind ja sehr bekannt, die von Pixie, die Liquid Lipsticks. Und die sieht so aus. Ich habe mir die Farbe Really Rose mitgenommen. Da habt ihr auch echt einiges an Geld gespart und der fühlt sich irre, irre gut an. Ich wollte auf jeden Fall die mal austesten und die sind sowas von durchgängig in der Farbe gewesen. Es hat mir echt unfassbar gut gefasst. Und weil ich halt einiges, ich glaube knapp 50 Euro liegen habe lassen, habe ich einen Gel Tint und Lip Gloss von Danny geschenkt bekommen, der halt auch fast 20 Euro gekostet hätte. Also da war ich auch sehr, sehr dankbar. Das war richtig geil. Pixie ist auch eine Marke, die sehr schön von der PR ist. Ich bekomme auch PR ab und zu mal aus München. Das ist eine ganz tolle PR-Firma. Das ist aber so ein Lippenöl, ja, ein bisschen leicht gefärbt. Richtig schön. Und auf der anderen Seite ist so eine Art Gloss. Leicht gefärbter Gloss. Ich habe mir praktisch Farben mitgenommen, wo ich weiß, okay, die kann ich auch für die Arbeit tragen. Das ist praktisch der Gloss. Und was halt echt zu sagen ist, das riecht einfach so lecker. Dann habe ich mir von dem Queens United, ich selber habe ja das Nihan Parfum, ich finde es sehr, sehr cool, und habe mir von der Emma Louise, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, wer das ist, das Parfum mitgenommen, weil es einfach so unglaublich gut gerochen hat. Es hat mir mega gut gefallen. Das hat statt 10 Euro nur noch 5,99 dort gekostet. Das hat sich natürlich für mich total gelohnt. Dann habe ich, hat mein Mann so witzig, beim Love-Stand hat er mir, hat er irgendwie an so einem Rad für mich gedreht. Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen und habe dann da noch sowas bekommen. Und zwar einen matten Blood Mood Lipstick und einen Stilo Eyeshadow Long Lasting. Die hat er mir mitgebracht. Ich habe, glaube da gar nicht, achso, ich habe da einen Shadow Play, den gebe ich euch auch sehr gerne mit, weil ich habe den geschenkt bekommen. Ich habe da nichts für gezahlt. Der war da so fleißig dort. Dann war ich ja bei der Judith Williams am Stand, um mir ein Autogramm zu holen. Ich zeige euch sehr gerne das gemeinsam geschossene Bild. Ich liebe Judith Williams. Sie ist so herzlich. Sie ist eine so eigentlich reiche Frau, nicht nur im Herzen, sondern auch natürlich finanziell hat sie total ausgesorgt. Sie ist eine super hart arbeitende Persönlichkeit. Und ich mag die Höhle des Löwen echt gerne. Ich gucke das auch immer bei der Arbeit immer wieder. Und schaut, ich habe das Nihan Parfum, das habe ich mir schon vorher gekauft. Ich liebe das von Nihan unheimlich, weil es halt sehr schön schwer und orientalisch duftend. Und das ist halt so voll mein Ding. Und dann zeige ich euch jetzt einen Einkauf, der mir persönlich am Herzen gelegen ist. Und ich mache schnell die Swatches ab, weil ich euch jetzt unbedingt was zeigen muss. Wie so viele auf der Glow war ich auch beim Love-Stand und natürlich habe ich gehofft, dass Hatice Schmidt ihre Kollektion da schon an eine Art Presale hat. Das ist praktisch seit Montag praktisch draußen. Ihr könnt dann praktisch auf dm.de und auf der Love-Seite Deutschland selber die Sachen kaufen. Ich glaube, die Palette hat 19,99 gekostet, die Liquid Lipsticks jeweils 8,99, die Wimpern auch. Und ich war auf der Glow und habe mir fast die komplette Kollektion. Es wird jetzt auch zum Wochenende, ich glaube am Sonntag, wird für euch eine Review hochkommen, wo ich euch Look von schminke und euch mal demonstriere, wie die funktioniert. Und Leute, ich hatte eines der besondersten Momente ever in meinem Leben. Ich schaue Hatice Schmidt schon viele Jahre, jetzt insgesamt 4 Jahre. Also ich habe sie erst vor 4 Jahren entdeckt. Ich mag sie unfassbar gerne. Viele finden sie eingebildet und arrogant. Ich verstehe das überhaupt nicht. Diese Frau ist weder das eine noch das andere. Begegnet ihr einmal in eurem Leben, ihr werdet wissen, was es bedeutet, jemanden einfach total impressing zu finden und auch sie expressiv gern zu haben. Ich habe das Vergnügen gehabt, von Hatice Schmidt eine
Schaut bloß nicht auf den Messi. Ihr seht ihr das? Sie hat mir eine Signatur hinterlassen mit Alles Liebe, deine Hatti. Hier blende ich euch ein paar Bilder ein. Das war so mit Abstand der besonderste Moment, den ich je hatte auf dieser ganzen Glow, auf der ganzen YouTube-Reise, die ich jetzt selber auch begonnen habe vor einem Jahr. Sie hat unfassbar viel Liebe und so viel Zeit euch geschenkt, egal wenn ihr dort gewesen seid. Sie war über eine Stunde, eineinhalb Stunden noch an ihrem Stand. Sie hatte eigentlich 2 Stunden am Meet and Greet. Da konntet ihr praktisch, wenn ihr die, ich zeige euch mal die Palette. Die Palette ist anfangs, habe ich erst gedacht, oh mein Gott, schon wieder eine Kollaboration mit jemandem. Aber als ich sie gesehen habe, sind mir gleich so viele Looks eingefallen, dass ich gesagt habe, Leute, ich muss die testen. Und so witzig, sie hat ja auch so, Mavi hat sie ja, dann hat sie ja diese Pamuki. Pamuk ist ja auch ein Ton. Und ich war so geschockt, Leute, das war echt so ein witziger Moment. Ich habe dort gestanden. Und da hat irgendwie die Verkäuferin gemeint, ja, wenn du möchtest, kann die Frau Schmidt es dir noch signieren. Und ich voll dumm, weil ich kein Schwein sagt Frau Schmidt, alle sagen Hatti oder die Mutti, ja. Und da habe ich dann gedacht, wie Frau Schmidt? Und dann haben sie halt gemeint, ja, die Hatice wäre noch oben. Man könnte sich das signieren lassen. Und ich habe dann nur gedacht, okay. Ich habe erst gedacht, die verscheißert mich. Und dann sehe ich, wie die dann in ihrem wunderschönen schwarzen Kleid steht und ich habe gleich meinem Mann gewunken, so, ich habe keine Zeit, ich muss unbedingt da jetzt hin. Und das war so besonders. Und also ich habe sie gesehen, ich bin in Tränen ausgebrochen. Kannst du jetzt auch nicht mal zurückhalten, das war wirklich ein so besonderer Moment. Du hast wirklich eine Persönlichkeit gesehen, die du halt wirklich irgendwo total gern magst. Ich mag ihre Ehrlichkeit, ich mag ihren Style von YouTube-Channel, weil der ist es ja echt scheißegal, weil die kauft sich alles selber, wenn die Leute ihr halt nichts zuschicken. I don't, she don't give a fuck, sie kauft sich das halt selber. Sie hat auch trotz, dass sie praktisch noch nicht die über 1 Million Abonnenten geknackt hat, was ich mittlerweile gar nicht verstehen kann, hat sie halt wirklich eine so eine Ästhetik und so eine Position in der Beauty-Community hier in Deutschland, dass ehrlich gesagt sogar Leute mit 2, 3, 4 Millionen, also wie halt viele, ich hoffe, ich bin überhaupt kein Dougie B-Fan und auch kein Bibi's Beauty Palace. Ich habe ab und zu mal Videos geschaut, wie es ihrem Kind geht und wie sie klarkommt und so. Aber das ist einfach nicht my cup of tea. Ich mag das nicht, wenn Beauty-YouTuber, also ich habe zum Beispiel Dougie B gesehen. Sie hat sich sehr wenig Zeit genommen für die Fans, muss ich leider sagen. Da waren wirklich Mädels, die waren vollkommen am Ausrasten. Sie hat sich gar nicht umgedreht. Man hat sie sogar regelrecht beschützen müssen. Ich meine, klar, sie hat dementsprechend viele Millionen Abonnenten. Hatice Schmidt war das scheißegal. Sie ist hergekommen, hat dich gedrückt, hat Bilder gemacht. Die hat sich wirklich so lange mit euch unterhalten. Das war echt nicht feierlich, Leute. Und dann habe ich mir den Bronzer gekauft. Und ich habe sowohl für mich wie auch die Victoria, habe ich mir den auch signieren lassen. Der Bronzer, habe ich erst gedacht, ist sehr, sehr hell. Aber ich glaube, dass das, wenn ihr Make-up auftragt, und der riecht auch voll gut, ja. Der hat so eine leicht vanillige Note. Hier ist zum Beispiel für die Victoria der. Also der ist auch für die Victoria unterschrieben. Der hat einen ganz tollen Ton. Allerdings habe ich am Anfang erst gar nicht gedacht, den zu kaufen. Aber ich habe gesagt, nee, jetzt für meine Review möchte ich ihn komplett. Dann habe ich die beiden Styles, sowohl Berlin wie auch Istanbul, also Berlin und Istanbul gekauft. Die Verpackung ist halt mega high-end, Leute. Ich habe halt wirklich Unicorn Lashes, die sind schlechter verpackt. Ist der Style Istanbul, die sind kürzer, aber dichter. Die werde ich in meinem Tutorial auch natürlich tragen, weil ich glaube, dass ich sogar Berlin tragen werde. Die Berlin sind sehr viel länger, aber ein bisschen fluffiger. Also die geben nochmal ein sehr viel offeneres Auge. Und dann habe ich mir noch 2 von denen Liquid Lipsticks gekauft. Und zwar, ich habe mir nicht alle gekauft, weil die natürlich für mich sehr hell sind. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Mir hilft es halt nichts, was zu kaufen, was mir halt überhaupt nicht stehen würde, Leute. Ich habe wirklich so viel Make-up, dass ich mittlerweile sehr picky geworden bin. Ich habe einmal so ein dunkles Velvet und ein Rot. Und ich habe bei Marvin Maleficent nur gesehen, der Applikator ist auch übrigens richtig toll. Also der hat so eine tolle Lippenform. Also Love Cosmetics Liquid Lipsticks sind meistens sehr mousig. Ja, aber wie ihr seht, sehr, sehr durchgängig von der Farbe. Ich glaube, Aussie Gloss und Marvin Maleficent haben die beiden getestet und haben halt gemeint, ich komme gleich, dass die halt sehr
antrocknen. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil wer Liquid Lipsticks trägt, weiß, dass praktisch das natürlich eine andere Konsistenz braucht. Aber ich muss euch sagen, jetzt bin ich jetzt nochmal zweimal drüber gegangen. Schaut mal, selbst der dunkle Lilane ist durchgängig. Den finde ich richtig schön. Ich bin eher so diese Person, die das hier trägt. Ich bin mal gespannt. Ich habe dann noch ein paar Kleinigkeiten mir dazu gekauft. Ich war kurz beim DM, Leute. Beziehungsweise habe ich mir so ein Package gekauft. Und zwar diese NYX Suede Lippenstifte mit so einem passenden Stift. Und von Pixi habe ich einen Kajalstift dazu bekommen. Und ich habe hier noch die Glow Map praktisch dazu bekommen. Da habe ich praktisch alles, also gesagt bekommen, wo ich was hinlaufen würde. Ich habe viele Stände zum Beispiel gar nicht gefunden. Das war so stressig. Ihr seid da im Dreieck gelaufen. Also wie gesagt, der besonderste Moment war einfach, Hatschitsche Schmidts Kollektion zu kaufen und einfach auch sie live in person zu sehen. Also, wie gesagt, das war der krasseste Moment ever und sie hat, als ich sie gesehen habe, habe ich mich einfach noch mehr darin bestärkt gefühlt, einfach weiterzumachen. Klar, wir haben die 1300 Abonnenten, Leute, hey, wir wollen uns nicht beschweren, aber ich möchte noch ein bisschen weiterkommen, also jetzt nicht, dass ich jetzt hier voll, wow, VIP-Status, das brauche ich alles gar nicht, ich werde jetzt 30, irgendwann möchte ich auch Familie und Kinder. Da gibt es für mich andere wichtige Aspekte in meinem Leben, die einfach jetzt demnächst einfach kommen werden, wo ich jetzt einfach sage, hey, wäre ich mal vor 10 Jahren auf die Idee gekommen, YouTube zu machen, wäre ich bestimmt jetzt schon, weiß der Teufel, wie groß. Es ist so, weil ihr einfach auf der Welle mitgeritten werdet und da werdet ihr natürlich viel einfacher kommen. Jeder, der jetzt einen Kanal anfängt, weiß, wie es ist, manchmal Abonnenten-Lacking zu bekommen. Das ist echt schwierig. Dann war ich noch am News-Stand und zwar von der X-Later und sie hat ein neues Shampoo rausgebracht. Ich mag die Shampoos wahnsinnig gerne, ganz unabhängig davon, dass sie YouTuberin ist. Ich finde die Julia wahnsinnig süß. Leute, die ist so hübsch, die ist so hübsch. Also die ist unmenschlich. Also die ist richtig ein blondes deutsches Angel. So stelle ich mir ein deutsches Fräulein vor. Wirklich perfekt. Bombenfigur, die sieht aus wie so eine Langhaarbar. Mega hübsch. Ich hoffe, dass ich mal ein Bild hier reinpacken kann. Das ist das For the Sweetest Cookie in the Jar. Das riecht echt nach Kekse, unfassbar. Da habt ihr auch ein bisschen gespart, wenn ihr natürlich dort... Und ich habe mir diese ausverkaufte New Katzentasche und ich muss einfach sagen, ich habe ja 6 Katzen und ich muss einfach lachen. Da war nämlich das, was ich jetzt in groß hatte, war hier praktisch noch mal in klein dabei. Plus das New Chai Latte Haaröl. Ich mag Haaröle sehr gerne. Ich werde das auch mal testen. Da sind so übelst die Glitzerdinger drin. Also das ist gerade natürlich was für Halloween, wenn ihr praktisch so ein bisschen was extra macht in euren Haaren. Und zwei Reisegrößen vom Shampoo, was eigentlich immer sehr praktisch ist, wenn ihr viel reist. Und die Tasche werde ich definitiv für die Nachtwache einpacken, weil ich das einfach mega süß finde. Und dann habe ich noch zu meinem Einkauf ein New Diary bekommen, einfach so ein Notizbüchle. Das fand ich sehr, sehr cool. Und da muss ich euch echt mal sagen, ich habe den Schnapper des Jahres gemacht. Die sind übrigens schon trocken. Also da bewegt sich gar nichts mehr. Ich verstehe auf jeden Fall, was Marvin und Ossi Glossy meinten. Die sind wirklich furztrocken. Aber ich muss sagen, Leute, macht einen schönen Lipgloss drunter. Tut eure Lippen schön die Pelle abmachen. Also das heißt schön peelen. Da war auch ein Lippenpeeling dabei in der Box. Und ich muss auf jeden Fall was zeigen. Ich war beim Christina Aguilera Stand. Und ich wollte das neue Parfum von der, dieses... wie hieß das? Violette Noir, bla bla. Genau das hier. Und ich bin ja rückwärts runtergefallen. Das ist dieses hier. Das ist die größte Packung mit einem Parfüm Rollerball. Ja, ihr habt das bekommen, Full Size. Plus ein Schmuckstück, was ich ja schon heftig finde, ja. Einfach so ein Modeschmuckstück. Ich muss mal gucken, wo es ist. Das ist, ich glaube, eine Armkette, genau, mega süß ist die, ja, also sowas Goldiges, plus noch ein gratis Riesen-Body-Spray und jetzt kommt nochmal was, plus eine mega schöne Samttasche, Leute, also das fand ich schon heftig, so eine Samttasche, wo ihr praktisch Pinsel oder auch Glätteisen reintun könnt und ihr habt für all das nur 10,75 Euro bezahlt. Are you joking? Also ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig. Natürlich hat die Tante dann noch ein zweites Set gekauft mit einem anderen Parfum. Ich habe ja dieses Parfum ganz lange Jahre benutzt. Und zwar dieses, Pascal, wie heißt denn das? Das Christina Aguilera mit diesem Barock-Style unten dran.
Und das andere neue Parfum, das Definition, das hat mir auch. Das riecht ein bisschen anders wie die anderen Parfums, die ich so kenne. Und natürlich wieder ein Schmuckstück und die Satintasche. Und da habt ihr 10,75 Euro ausgegeben. Das war richtig geil. Das war jetzt auch mein Haul. Ich habe, um es mal in Zahlen zu nennen, so knapp 200 Euro ausgegeben. Habe aber sehr coole Sachen auch gekriegt, muss sagen. Ich habe grundsätzlich nur das gekauft, was ich wirklich haben wollte. Zum Beispiel bei Pixi. Ich wollte halt mal so ein Liquid Lipstick testen. Klar, es gibt dort 20%. Diese Liquid Lipstick kann ich auch bei Douglas mal für 20% kaufen. Aber um zu schauen, ob die Formulierung mir überhaupt passt, habe ich mich einfach dafür entschieden zu sagen, okay, ich kaufe jetzt praktisch jetzt mal einen und teste den, weil ich eh im Kaufrausch war, war das kein Problem für mich, das einzukaufen. Macht aber sehr, sehr gerne bei der Verlosung mit. Und zwar, die Verlosung wird jetzt bis zum 15. des nächsten Monats gehen. Und dann werde ich ein separates, separates Video kurz hochladen und dem Gewinner 2 Tage Zeit geben, sich bei mir zu melden. Ansonsten werde ich halt weiter verlosen. Meine 1000 Abonnentenverlosung werde ich erst nächsten Monat starten. Geht nicht anders, weil ich einfach jetzt ich habe jetzt leider Gottes nach der neuen Arbeit wieder einen neuen Arbeitgeber gebraucht, weil unsere Firma tatsächlich insolvent gegangen ist, aus privaten Gründen. Verstehe ich, alles schön und gut, aber natürlich habe ich jetzt wieder Stress gehabt kurz vor der Glow und ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Deswegen, ich setze mich hier vollkommen natürlich hin. Ich mache einen Haul, Leute. Ich gehe hier nicht auf den Pariser Catwalk oder so und deswegen, ich bin Jenny, ich bin immer noch ich. Und das werde ich auch die nächsten 50.000 Abonnenten noch so bleiben, weil ehrlich gesagt es für mich keinen Grund gibt, hier auf High Fashion zu machen, wenn ich hier in Pyjama-Hose mit Pokémons drauf sitze. Ich habe tatsächlich eine Hose an, wo Pikachu auf meinem Oberschenkel drauf ist. Da brauche ich jetzt irgendwie nicht extra zu tun, als, oh, ich bin jetzt so, ich bin YouTube. Also das ist halt gar nicht so mein Style, aber das wissen die Leute eigentlich auch. Und ich habe eine ganz tolle, ich habe sogar eine Abonnentin getroffen auf der Globe. Das war so peinlich, ich war voll am Hatische stand, voll am Glotzen, dass ich gleich dran bin. Und dann war einfach so eine bezaubernde junge Frau da. Also vielen, vielen Dank, für das du mich angetippt hast. Ich grüße dich. Und ich würde sagen, ich packe jetzt auf jeden Fall die Boxen auf Instagram. Bitte, bitte folgt mir auch dort, damit wir auch dort ein bisschen weiter vorankommen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, damit ich auch dort ein bisschen Reichweite bekomme, damit mich auch noch mehr Leute sehen könnten. Und wie gesagt, ich schreibe euch den Namen hier unten rein. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und zieht euch das rein, was ich eingekauft habe, denn es ist echt nicht normal. Und ich habe euch wahnsinnig lieb und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Lieben, damit ihr einen großen Eindruck bekommt, was ich euch hier zusammengepackt habe. Ich habe das jetzt noch schnell gemacht. Das ist die Box 1 und Box 2. Also sind wir wirklich fast identisch. Ich habe hier mal ein paar andere Süßigkeiten, da mal ein paar Lippis reingemacht. Wie gesagt, Box 1 und Box 2. Schreibt mir einfach sehr, sehr gerne dazu, welche Box ihr gerne hättet. Und dann, wie gesagt, am 15. wird ausgelost. Und bitte sagt einfach Leuten weiter, dass hier in der Verlosung läuft, dass es einen Kanal gibt, wo ihr mal reinschauen könntet. Über mit ein bisschen Hilfe würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald lieber, meine Schätze. Ciao!